Der nimmt Feuer. Der hat Feuerschutz. Der lässt sich aber anbrennen. Pass auf, dann machen wir das jetzt mit der Schallplatte. Der hat Feuerschutz. Oh, ich kann von hinten angreifen. Hier sind keine. Hier. Doch, wir hatten den geheilt. Ich nicht, der heilt sich, glaube ich, von allein. Wer heilt den und wie? Jetzt kriegen wir ihn aber das Ribbon platt, komm, pass auf. Hopp, der hat mich umgekickt. Jetzt habe ich ihn platt gehauen, los, komm jetzt hier. Jetzt ist er platt, der ist fertig, das ist noch die Schnecke. Da ist er mit fertig und da ist der Anker. Dann, aber Papi, ihr macht nicht gemein, dann warte bitte auf mich. Ich habe übrigens heute, muss ich auch mal zeigen, für mein Mikrofon, was hier kommt, da ist ein Stativfuß unten dran, sodass man es am Tisch. Hörst du, Katze? Dass man es am Tisch anbauen kann. Und da habe ich heute natürlich gleich mal aus Holz mir einen Ständer für gebaut, damit ich das richtig vor mir hinstellen kann und wegtransportieren kann. So, jetzt haben wir einen zweiten Anker zerstört. Wir haben jetzt von Momo zwei Anker kaputt gemacht. Wir haben zwei Spielzeuge gesammelt. Wir sind richtig, richtig super vorbereitet. Na gut, 18:30, ich denke mal, das Spiel, die haben dann, also selbst im strömenden Regen spielen die Fußball. Jetzt ist die Katze natürlich angepisst, ne? Lass ich sie hier nicht alles kaputt machen, nur ist sie angepieselt. So, jetzt haben wir eigentlich nichts mehr, was machen wir? Jetzt können wir nur noch gucken, was hat denn jetzt noch der Frosch für uns, der Käfer meine ich. Wir haben hier alles abgeräumt, schau dir das an. Guck mal da. Wo? Da ist ein Zeichen, also müssen wir da hin. Das ist zu Hause. Ah, da müssen wir hin. Ja, wir müssen jetzt nach Hause, das heißt... Wir pfeifen mal. Wo ist die Pfeife? Die ist da. Also wir könnten jetzt noch das nehmen, um eine Waffe zu verbessern. Aber dazu müssen wir ins Spielzeugladen gehen. Wir könnten noch mal gucken, was auf. Wir müssen für den Endkampf bereit machen. Wir müssen die Löffel, die wir besorgt haben, abgeben. Das heißt, wir müssen da oben hin, über dem Dorf. Ich guck mal, wo die Pfeife ist. Können wir jetzt mal gucken, was zu Hause ist? Ja, ich würde doch gerne die Sachen wegbringen. Aber hier oben ist ein Vermies. Da ist aber. Wir fahren in die Stadt. Nein! Und laufen nur nach oben. Pass auf, das schaffen wir doch da oben zurück. Wir müssen ja nach Hause, du hast recht, aber wenn wir einmal zu Hause waren, können wir die anderen Sachen nicht mehr machen. Ach, die diskutieren immer noch. Hättest du die Drohne benutzt? Für was denn? Zum Explodieren? Oder wofür die Drohne benutzt? Habe ich jetzt nicht verstanden. Ach so, gekriegt? Um den riesen Anker, um das riesen Monster. Ach so, ich fand das mit der Schallplatte gar nicht so. Ach, du hast natürlich recht, da hätte man irgendwo stehen bleiben können, ne? Wir müssen jetzt nach oben latschen, zwei Felder, pass auf. Mit dem. Warte mal, hat der. Ne, das ist ja die Quest ging ja nicht, hatten wir vorhin schon. Du kommst nicht mit. Du bist eingeschlafen, ich hab's gesehen. Toys. Spielzeugladen, hier ist ein Spielzeugladen, oder? Komm, dann gehen wir hier rein und lassen den. Aber ich glaube, der braucht noch mehr. Der braucht nicht nur diesen Feuerstein, der braucht auch Metall, glaube ich. Drohne auf Feuer? Ja, das war super. Kannst du bitte mal auf X drücken und dann auf rausgehen, sonst. Ja, aber der Unlauf schon gut. Sonst musst du nämlich das ganze Gespräch steuern und das ist ein bisschen kompliziert. Drück mal X. Das würde ich gern steuern. So. Wir machen Spielzeug aufwerten. Und dann wollen wir doch mal gucken. Ah. Ach, guck mal. Was wollen wir aufwerten? Wir können die Drohne verbessern. Wir können die Schallplatte verbessern. Oder den. Oder die Nerf. Die Nerf Gun. Jetzt ist die Frage: Wo legen wir den Stein drauf? Auf die Drohne? Oder macht es Sinn, vielleicht doch mit der Nerf von Weitem zu schießen? Noch besser wäre natürlich der Laser. Wir werden es auf die Drohne legen, oder? Was sagen denn die Zuschauer? Drohne auf Feuer. Oder Feuer auf Drohne. Wir werden das mal machen. Wir verbessern mal die Drohne. Pass auf, wir machen das jetzt. Jetzt ist die verstärkt. Es brennt die Drohne. Wollen wir mal gucken, ob das klappt. Und ansonsten kann man hier auch noch Sachen kaufen. Wir können den Jojo. Aber das ist alles sehr, sehr teuer. Drücke Dreieck und die Zeit vergeht im Schnellfeuer. Frag bitte nicht, wie das funktioniert. Es wird nur für logische Lücken gesorgt. Was ist das hier?
Vor langer Zeit spielten reiche, alte Leute dieses Spiel. Du bist weder das eine noch das andere, kannst mit Dreieck aber Gegner weghauen. Aha. Aber für 1000 Taler ist mir das eine Nummer zu teuer. Das können wir uns auf jeden Fall später noch anschauen. Jetzt gehen wir mal hier runter. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie die Drohne jetzt ist. Jetzt hat die ein Feuer auf Level gekriegt. Wir müssen mal nur noch schneller Gegner fliegen. Oder langsam. Ja, wir haben noch genug Zeit. Ja, aber es ist noch nicht der letzte Tag. Wir haben einfach nur alles schon geschafft. Aber alles, dass man Überraschung, weil ich gestern die Haare einfach so ohne Lappen gewaschen habe. Erzähl es mal nicht so laut. Drohne. Guck mal, jetzt ist da unten ja. Da ist auf jeden Fall ein Schlüssel. Ich glaube, wir könnten den Schlüssel sogar haben dafür. Lass mich mal raten. Manchmal geben Leute ja so Sachen raus. Tatsächlich, Eva hat uns den Schlüssel gegeben. Oh, was sagst du? Wollen wir hier reingehen? Oder wollen wir erstmal da hochgehen? Wir gehen erstmal da hoch. Das vergessen wir sowieso. Wir vergessen eh alles. Aber wir haben, ich kann mir fast vorstellen, sag mal, Fischkopf, wir haben doch eigentlich weitestgehend alles gemacht, oder? Geht denn da noch so viel mehr? Die Drohne, Stufe 13, die Drohne reißt so mit Feuer, jetzt, guck mal, die reißt gar nicht so doll raus. Das kommt mir gerade ein bisschen seltsam vor. Oh, das habe ich gesehen, hast du gesehen? Ich habe den mit der Waffe da eingefroren, also eingesperrt in dieses, in so ein Kristall. Das passiert nämlich, wenn man, oh, hier ist Wasser. Komm, wir gehen bloß nach oben. Hoppala, komm hier hoch. Wir müssen nach links gehen hier. Hier irgendwo links ist doch der Heini. Boah. Oh Mann, ey, gleich sind wir beide platt wahrscheinlich. Dann sind wir, gleich sterben wir beide. Und dann können wir die ganzen Mist nochmal von vorne anfangen. Guck mal, ich schieße einfach von beiden auf die Fernseite. Was? Da ist noch die Feinde. Was hast du gerade gemacht? Wieso brennen die denn alle? Bist du mit der Drohne unter. Wieso brenne ich die an? Guck mal, ich mach das mit der Schallplatte und das klappt jetzt. Ja, ich sehe gerade, wenn du die Schallplatte schießt, dann ist auf der Schallplatte auch zu sehen ein Feuerball. Habe ich zumindest gerade eben gesehen. Irgendwie hast du die angezündet gehabt. So, hier irgendwo muss das aber sein. Aber komm mal her. Hast du gesehen? Mit der Schallplatte war es gut. Da habe ich das ganze Ding noch einmal getroffen. Das ist so. Boah, dieser Doofkopf hier. Ich krieg dich, du Lump. Komm mit hier runter. Da unten ist der Kunde, der die Zombies ruft. Ja, weil du im Wasser bist. Da musst du aus dem Wasser rauskommen. Diese Zombies, das nervt mich alles. Ich bräuchte unbedingt Rückstoß auf dem Schwert. Komm, geh mal nach unten. Hier unten ist der Heini, der die Zombies ruft. Den machen wir mal schnell platt. Gut. Hier muss irgendwo unser Ziel sein, wo wir was hinbringen sollten, aber ich weiß nicht was. Und wo, also ich weiß nicht mehr was. Ich weiß auch nicht, wo das Ziel ist. Ich bin fast gesund, nur weil ich die Scheiße. Ich glaube, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg und können die Momo besiegen. Mir kommt es fast zuvor. Guck mal, ich habe die Schallplatte und habe deswegen noch keiner sich sehen verloren, wenn ich den Top gesunden. Aber du, ihr fehlt was. Ihr fehlt die Person, wo wir es hinbringen müssen. Komm mal zu mir runter, wir gehen ja zurück. Wahrscheinlich, weil hier Nacht ist, geht das wahrscheinlich nicht. Nö, ja, das ist nicht so schlimm. Hier ist ein Pinguin, guck mal. Den müssen wir fangen. So, jetzt kriegt er auch. Los, bring, geh nach Hause. Oder ist das das Ziel hier? Aber kann nicht sein. Also, wie geht denn das jetzt hier? Erzähl mir, was ich hier machen muss. Mit dem Laser drauf? Ach, guck mal. Komm mal zu mir hier hoch. Wenn man da drauf schießt, da habe ich doch gerade was Rotes gesehen, oder nicht? Nee, habe ich nicht. Nerf mache auch mit Feuer nicht. Nein, für eine Höhle brauchst du den Golfschläger. Golfschläger ist cool. Legt an der Drohne, weil du einen angezündet hast. Ach so. Ach so, weil ich einen... Ah, wenn ich einen anbrenne, so hier, und du dann da drüber schießt deine Schallplatte, dann brennst du alle anderen an. Versuch das mal, pass auf, an, so hier? Ich hab grad keine Energie. Ach so.
Okay, hab's verstanden. Jetzt müssen wir auf jeden Fall den platt machen. Deswegen hast du die ganze Armee mit einmal angebrannt vorhin. Das ist natürlich mit den Zombies. Oh, das geht mir auf die Nerven. Alle anderen gehen so, aber die Zombies, die sind zu dritt, nerven rum. Ja, das ist schon mal gut. Komm hier runter. Komm, wir gehen nach Hause. Komm runter. Komm hier runter. Ja. Annette muss gehen. Trotzdem, danke, dass du dabei gewesen bist. Komm, wir gucken einfach, was da drin gibt. Wenn uns schon die Evi den Schlüssel gegeben hat, dann gehen wir auch mal da rein. Eva. Eva. Von mir aus auch Eva. Ist ja auch wurscht. Ist neu hier. Sagt hallo. Checkdat sagt hallo. Checkdat, geht's denn mittlerweile? Kommt denn auf Twitch mittlerweile was an? Ich habe hier heute totale Probleme mit der... Naja, mit dem Livestreaming hier. Bei Twitch kommt nichts an und der Chat geht irgendwie auch nicht so. Hier in dem Fall die Fallen hier schneller. Ja. Ich überlege gerade, ob es sich jetzt lohnt, nochmal durchzufighten. Aber generell lohnt es sich wahrscheinlich immer durchzufighten, weil man ja ein paar Level aufsteigt damit. Ich würde aber sagen, wir machen das Verlies beim nächsten Mal und dann kämpfen wir auch gegen Momo. Wir haben viel gespielt. Wir gucken nochmal, wie es im nächsten Raum hier aussieht. Vielleicht sind wir auch schon am Ziel, kann auch sein. Nee, ich denke mal. Nee, guck mal hier, das ist. Dieses eine. Wir gucken uns so dieses eine Verlies an, dann können wir auch morgen nicht spielen, weil wir heute echt genug gezockt haben dann. Da sind wir auch schon wieder bei unserem Soll für die Woche erfüllt. Wie kommen wir jetzt da oben an die Truhe? Geht da drauf auf den Knopf. So, dann öffne ich die Truhe und da drin ist noch ein Hubschrauber. Das ist der Wirbelangriff, den kannst du nachher freischalten. Ach, pass auf. Mann, Papi! Ja, komm raus jetzt. Hör mal auf, Mann. Ich wollte das Vieh angreifen, Mann. Und da habe ich nicht gesehen, dass du das so schnell schon bewegst. Ich muss hier auch stehen bleiben. Weil du da oben durch die. Okay, bleibst du auf der Tür stehen, okay. Da hält man jetzt die Kiste nämlich. Das brauchen wir jetzt die Kiste nämlich nicht holen. Wenn du alleine spielst, musst du natürlich ja die Kiste holen von da drüben. Das ist also zu zweit schon doch ein bisschen leichter. Ja, dann brauche ich natürlich den Typen nicht angreifen, aber anbrennen kann ich ihn. Und jetzt pass auf. Ha, jetzt ist. Was? Jetzt brennst du erstmal schön. Du hast deine. Drin. Du hast deine Schallplatte nämlich angezündet. Na, dein Ding. Oh. Das ist ein riesen Verlies nochmal. Warte mal, was machst du denn? Ja, ich komm. Du kannst nichts mehr machen. Gehe in dein Haus und schlaf. Ja, also grundsätzlich stimmt das wahrscheinlich. Das ist sinnlos, hier rumzulatschen. Ich wollte eigentlich noch ein paar Sachen sammeln. Grundsätzlich. Und vielleicht noch ein paar Levels gewinnen. Ja, wir machen... Also das mit Momo machen wir im nächsten Livestream. Beim nächsten Mal... Machen wir Momo dann fertig. Das schaffen wir hier nicht. Da drüben ist der Schlüssel. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Außer, warte mal, ich gehe hier auf den Knopf und du gehst da durch. Das geht. Nee, das geht schon mal nicht. Was ist denn das? Naja, haben wir jetzt den Schlüssel da? Ich denke schon, ne? Drohne ruhelt. Ab einem bestimmten Zeitpunkt kannst du keine Level mehr steigen. Ach so. Aber dieses eine verließ noch. Das kommt nur noch ein Endbau. Das ist doch nur noch kleiner. Guck mal hier. Die Mama ist gerade online gekommen. Die will bestimmt eine Menge Geld spenden jetzt. Ne? Und die fragt, ob du Hunger hast. Und ich kann hier mit Gewissheit sagen, dass da noch 9 Chicken Nuggets unangetastet auf dem Teller liegen, sodass es also gar kein Problem gibt. Ich wusste gar nicht, dass Mama auch beim Livestream mitliegt. Ich wusste gar nicht, dass Mama auch die Livestream von uns liegt. Ja, ich glaube, die Mama, es geht nur ihrer elterlichen Pflicht nach an der Stelle und nicht dem persönlichen Interesse an dem Spiel. Komm, da oben ist das Schlüsselloch. Aber spannend. Ja, da hast du fast ins Loch gesprungen. Komm doch raus, du blöde Pflanze.
Bumm. Hast du gesehen, was ich gemacht habe? Hast du gesehen, wie gut ich das hinkriege mittlerweile? Schön vergiftet erstmal. Oh, ich bin wirklich vergiftet. Das ist ja, habe ich nur aus Spaß gesagt eigentlich. Hier ist die Größe. Da, hier ist der Schlüsselloch. Hier ist der Schlüsselloch. Ich öffne den Schlüsselloch. Ja. Mama hat einen lachenden Smiley geschickt. Ich vermute mal, da das heißt, dass sie diesen Wink mit den Nuggets verstanden hat. So. Ich hab nicht gesehen. Der Adler wollte gucken, der Adler war gerade dabei, so zu machen und zu klicken. Da hat ganz schnell zu gehauen. Also ich werde jetzt gleich mal eine Drohne mir gönnen und dann mal die Drohne hier losschicken, weil das mir auf den Sack geht mit dem. Attacke! Boom! So. Deine Drohne. Hier ist noch ein Vogel. Das haben wir alle, oder? Schicke Mütze hast du übrigens, wollte ich nochmal erwähnt haben. Danke. Wie kommt. Och, nee. Wie viele Türen sollen das noch sein hier? Das ist doch nicht wahr, oder? Also komm zu mir. Okay. Du brauchst du langsam. Wieder mal. Wir gehen ja durch. Warte mal, wo müssen wir denn lang? Wir müssen nach rechts oben, weil wir keinen Schlüssel haben. Ja, was? Ist hier ein unsichtbarer Gang? Nee. Die Drohne ist hinter dem. Das ist auch cool. Ich greife von hinten an. Also hier oben können wir rein. Die Lego-Spiele können auch was für dich und deinen Sohn sein. Sind ziemlich lustig. Das stimmt. Ich habe schon gesehen, dass es Lego Ninjago gibt im Play Store. Wir wollten, also im Play Store ist ja falsch, im PlayStation Store. Und ich wollte auch gerne schon mal Lego Ninjago kaufen. Ich warte aber noch, bis es mal im Angebot ist. Ich habe also gestern gekauft die Inner World also ich habe in Summe von 97€ nur 27 bezahlt, weil ich drei Spiele, das ist noch ein Hasbro-Spiel gewesen, dass wir mal Monopoly spielen können. Wir haben Pro Evolution Soccer haben wir gekauft. So dass wir also da was haben. Und wenn mal irgendwann Lego Ninjago ins Angebot kommt und wirklich mal günstig ist, dann werden wir uns auch das vielleicht mal gönnen. Ja, ich mache trotzdem ein Stuhlchen. Ich glaube, es ist genug für heute. Ich habe dich gerade gerettet. Du solltest mir eigentlich dankbar sein. Oh, guck mal, hier ist ein Schlüssel. So, jetzt haben wir den auch. Ich denke aber, dass das stimmt. Und dass wir den Rest des Verlieses oder eben Momo beim nächsten Mal machen können. Ne? Also ich würde wirklich sagen, das ist mir jetzt hier auch zu anstrengend, jetzt hier noch das Verlies durchzurennen. Das wird wahrscheinlich eine ganze Menge sein, was wir noch zu machen haben. So, wo ist denn eine verschlüsselte Tür? Wo ist denn die hier? Runter? Und dann sind das die zwei verschlüsselten Türen. Ich würde vorschlagen, da jetzt in 5 Minuten das Fußballspiel Deutschland gegen Österreich auf dem ZDF losgeht, würde ich vorschlagen, dass wir tatsächlich jetzt gleich Schluss machen und das Fußballspiel angucken. So, wir gehen noch hier rein. Ja. Vielleicht gibt es ja noch eine Kiste zu holen. Das hört nicht auf hier. Das hört einfach nicht auf. Achtung, pass auf, Bomben. Dingens. Haben wir hier drüben noch die Kiste vielleicht? Ja. Wahrscheinlich sind wir schon im letzten Raum und dann. Na, den machen wir noch fertig hier. Das Geld haben wir noch mit ein. 2170 Taler haben wir. Die hoffen, dass wir gleich durch sind. Komm, wir gehen hier unten noch durch. Aber wahrscheinlich kommt da noch mal ein großer Schlüssel. Ah ne, guck, da ist die Kiste. Ja, dann sammeln wir einen noch und dann ist Schluss. Warte, ich mach die Kiste auf, ich will. Du hast ein Tattoo. Ne, Sonnenmilch hast du. Also das war eigentlich ziemlich witzlos. Geil, wir den Aufkleber schon lieber. Erstens haben wir den schon. Und nicht nur, dass wir den schon haben. Und zweitens ist der nutzlos. Wir haben nämlich den Platz dafür nicht mehr. Das heißt also quasi wirklich. Na, und zweitens. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt 2 Stunden haben, wahrscheinlich sogar noch mehr. Ich würde sagen, wir haben noch länger gespielt, Papa, weil die Zeit ist ganz schön rumgegangen, so wie jetzt haben wir lange nicht, noch nie gespielt. Ja. Wenn wir jetzt den Schluss machen, dann müssen wir das ganze Verlies nochmal durchrennen. Na, wir sind noch fertig in dem Verlies. Nein, da ist doch noch ein Extra-Raum. Ja, den Extra-Raum, den brauchen wir nicht mehr machen. Guck mal, da geht's auch noch weiter. Ja, das machen wir aber nicht mehr. Wir gehen nach Hause, wir gehen schlafen. Ne, machen wir nicht. Wir besiegen beim nächsten Mal Momo. Das heißt also genau, ich mache jetzt Schluss für heute. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal mache ich wieder über Restream und nicht über diesen Streamverteiler, den ich von Joycaster habe. Und dann gucken wir mal, ob wir Momo beim nächsten Mal schaffen. Also danke zu Streamen, ihr beiden. Wir lesen uns. Bin jetzt Fußball gucken. Dann noch einen schönen Abend euch allen. Auch Fischkopf, viel Spaß noch. Schönen Abend noch. Vielleicht guckst du ja auch Fußball. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und tschüss.